Botschaft der Urvölker an die Welt. Indianer aus Kanada. Ursprüngliche Menschen der menschlichen Familie. Aus vier Richtungen kommt der Wind. Ich glaube wirklich, es gibt diesen Rhythmus, durch den die Erde geht. In unseren ruhigen Augenblicken können wir ihn fühlen, von ihm sprechen. Er ist da, der Rhythmus, der durch uns alle geht. Diese Trommel, dieser Herzschlag der Erde, dieses Lied unserer Mutter. Diese Erde, von der wir alle ein Teil sind, ist lebendig. Sie lebt. Die Felsen sind ihre Knochen. Der Boden ist ihre Haut. Das Gras und die Bäume sind ihre Haare. Und da ist auch dieses Feuer im Innersten der Erde. Dieses flüssige Herz, das diese Erde lebendiger hält und sie all das tun lässt, was sie tut. Wir sind umgeben von Schönheit. Das Land ist ein Wunder, die See und das Wasser. Die Schöpfung selbst schickt uns eine Botschaft. Die Donner rufen aus der Ferne. Freundlich sagen sie uns, dass sie bald hier sein werden. Jeden Tag, jeden Augenblick warten die Wolken und sind bereit zu regnen und ihr Wasser herabzusenden für die Erde und das Land. Diese Gegend des Planeten, Ontario in Kanada, die wir so gut kennen, dass wir unseren Brüdern und Schwestern sagen oder einfach zeigen können, alles ist okay, alles ist glücklich. Die Sonne wird wieder aufgehen und wir können das gemeinsam sehen und können erleben, dass die Erde noch immer die Mutter ist von uns allen. Ganz gleich, welche Worte wir haben, welche Sprache wir sprechen, was für eine Religion wir praktizieren, wo immer wir uns auch befinden, die Erde sorgt für uns alle in gleicher Weise, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. Mein Vater gab dieser Trommel den Namen Blitzstimme und sie hat große Kräfte. Der Kreis dieser Trommel repräsentiert den Erdkreis und die vier Stangen mit den Adlerfedern stehen für die vier Richtungen und diese vier Richtungen haben viele Bedeutungen. Eine Bedeutung davon sind die vier Farben der Völker der Erde. Im Osten die gelben, im Süden die braunen, im Westen die schwarzen und im Norden die weißen Menschen. Ohne diese vier Völker ist der Kreis nicht vollständig. Wenn ein Volk fehlt, bricht die Trommel zusammen. Bis vor kurzem war unser heiliges Wissen und unsere Kultur im Untergrund. Wir waren unterdrückt. Sie wollten uns loswerden, damit sie unser Land übernehmen konnten, und jetzt sieht unser Volk, dass die Erde krank ist. Dieser Kreis braucht neue Kraft. Und wenn heute diese Trommel ihre Stimme ausschickt, dann spricht sie von unseren Gedanken, von dem Glauben an Mutter Erde und an die Menschen.